Reinhold Friedrich und ich, wir arbeiten regelmäßig als Duo zusammen seit 10 Jahren. Und von Anfang an hat mich da begeistert, fasziniert die Art und Weise, wie er einerseits mit dem Trompetenklang umgeht, wie er aber auch mit der Musik umgeht. Da ist eine unglaubliche Kraft und Energie. Das ist aber eingebettet in eine unfassbare Zartheit und eigentlich singt er. Diese CD ist komplett singulär, die ist einmalig. Das hat noch nie, zumindest in meinem Instrument, eine ähnliche CD gegeben. Das sprichwörtliche Instrument der Könige und die Königin der Instrumente, die da zusammentreffen. Mit mehr Energie und Power als viele andere Kombinationen und klingt auf eine Art und Weise zusammen, dass sie die Menschen direkt berührt. Es war unsere Idee, dass wir romantische Werke in Bearbeitung, in Dialog stellen mit zeitgenössischen Werken, die sich sämtlich dem Grauen widmen, das vor über 80 Jahren von deutschem Boden über die Welt kam. Ich habe dann auch meine Erinnerungen auch eingebaut in das Stück. Und ich erinnere mich, war ich glaube 5 oder 6 oder 7 Jahre alt, stand ich so vor einem Geschäft, wo man Süßigkeiten konnte kaufen. Und ich sehe dann in der Spiegelung, dass eine Frau neben mir steht und weint. Da habe ich sie angeguckt und dann sie hat gesagt, mein Sohn haben die ermordet. Wenn man sich dieser CD widmet, dann muss man sich hinsetzen. Ein schönes Glas Rotwein und man braucht Zeit. Diese CD braucht Muße, dass man so einen Zeitraum mal einplant und sagt, da möchte ich was erleben. Aber wenn man das tut, dann gibt es einen großen Mehrwert unbekannter Klänge, die man sonst nicht hört. Und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man Gewinn.